So, Nadine. So, dann müssen wir jetzt wohin? Wo ist denn Follow mich. Alter, ist ja noch ein bisschen weiter weg. Nee. Nur noch durch die Wüste mit den Skorpionsgetier? Naja, aber die sind ja halb so wild. Ja. Waren sie immer. Oh, hier unten liegen lauter Skelette. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier Piranhas. Oder sind die alle von da oben runter gesprungen? Alles selbst, oder? No. Ah, klack. Oh, Wasser war doch nicht tief genug. So wie ich vorhin. Eingesprungen, ja toll. Klack. Mal gerade Knie hoch. Da ist ein Skorpion. Ja. Oh, da war ein Skorpion. Da war ein. Oh, ich habe noch einen. Hehehe. Ja, du. Wer lässt denn hier eigentlich immer die Truhe offen? Wallert. Wieso? Ich? immer die Kleinen. Ja, die rechte Truhe ist dauerhaft offen. Die ja, das ich weiß nicht. Die hatte ich extra mal wieder aufgemacht und wieder zugemacht und. Die kann wahrscheinlich geklappt. Nur Wallert wieder zumachen. Nee, die war ja auf. Deswegen hatte ich sie ja nochmal aufgemacht und nochmal zu, aber die blieb ja auf. Ja. Wallert, für die Skorpione würde ich sagen, nehmen wir wieder unser Steinschwert. Weil die kriegen wir so schnell tot. Was? Ein Skorpion? Siehst du das auch immer? Das wird immer mal dunkel. Sandsturm. Und wir sind mittendrin? Ja, what the... What's the feeling? What the... Oder? Der kommt genau auf uns zu. Ja. Also kommst du mit? Ja, wenn ich dich... Siehst du mich? Ja, ich bin... Gut. Ich gehe hier runter ans Wasser, vielleicht hilft das. Weil mir ist gerade extrem very hot. So. Ich bin im Wasser. Oh ja, da geht die Temperatur runter. Sehr schön. Bist du da? Bin auch im Wasser. Gut. Aber ich sehe dich nicht. Ich bin am Rand. Ich sehe dich trotzdem nicht. Ach da. Skorpione geben jetzt Spinnfäden? Gaben die Skorpione nicht immer Tierhaut? Stimmt, ja. Glaube ja. Ja, ich habe auch Spinnfäden. Hm. Toll, super. Okay. Ja, das räumen wir mal wieder auf. Ja, der ist schon vorbeigezogen. Das müsste gleich wieder schön werden. Wollen wir einen Schluck trinken hier? Mhm. Und Sand zwischen die Zähne. Ja. Wegspülen. Mhm. So. Aber die XP-Punkte gehen nicht mehr so schnell hoch, ne? Weiß ich nicht, ich krieg keine mehr. Wie weit geht das? Bis 50? 60 jetzt, ja. 60. 60, okay, ich habe 51. Ja, bin ich ja süß mit meiner 36. Ja. Ja. So, na denn. Gehen wir weiter? Ja, gut. Gut. Ab wieder in die Wüste. Hm. Wie gut, dass ich ein bisschen Eis dabei habe zum Lecken. Dann kannst du unter deinen Helm packen. Genau. Oh, und mich ist wieder very hot. Aber mir ist nur hot. Mal gucken. Kühlt ab. Tatsächlich, Eis hilft? Und jetzt habe ich very hot, wie Eis hilft. Ich habe jetzt gerade ein Eis gegessen. Also einfach mal benutzt und jetzt steht da, kühlt ab. Und ich bin nicht mehr so heiß. Du bist kein heißer Typ mehr? Na, das bin ich immer, aber very halt hot. Temperaturmäßig. Ja.
Aber ist es in der Wüste nachts nicht eigentlich arschkalt? Eigentlich schon, aber... Hat mir mal irgendjemand das gesagt. Das wäre zu aufwendig. Extreme hot. Ich brauche Eis von dir. Hier liegt. Ja, danke. Ups, und jetzt 6. 5. Kühlt ab. Super. Das funktioniert echt. Cool. Gut zu wissen. Ja, ich habe aber jetzt nichts mehr an Eis. Noch 2 Stück. Ja, ich auch. 2. Oh, und ich glaube, hier findet man nicht so viel Eis. Nee. Keine Ausdauer mehr. Ist auch ein bisschen hot. Very hot. Mhm. So, ist auch wieder da. Oh, es steht noch. Yeah. Flup, flup, flup. Irgendjemand schaltet gerade die Fackeln ein bei mir. Ja. Gesundheitsregeneration. Wenn wir durchs Wasser gehen hier. Yeah. Ja, ein bisschen abkühlen. Ja, kühlt ab. Ah, ist es hier schön. Naja. Bleiben wir hier, Wallert. Ich habe trotzdem noch alles verschwommen. Wie war das? Einmal auspowern und dann geht's wieder? Ja, einmal auspowern. Also, das ist blöd. Und so eine Gegend rumlaufen hier. Haben wir noch irgendwas? Jetzt ist es besser. Nichts mehr verschwommen? Nee. Da oben sind noch Bogenschützen. Oh ja. Das weiß ich. Wir haben noch extrem viele Glasfläschchen. Das ist alles, das haben wir alles schon mal leer gemacht hier. Auch alles leer. Wir haben hier noch einen kuschischer Kämpfer, 3. Boah, ihr seid ein Kämpfer. Ja, ist nochmal 3, ne? Der, vielleicht kommt der mit. In den Zimmermann. Bogenschütze 2, Bogenschütze 1. Wir haben noch einen Zimmermann, den können wir dann mitnehmen. Bogenschütze 2. Oder haben wir einen Zimmermann zu Hause, Angel? Ich wüsste jetzt ja nicht, was ihr hier herstellt. Bogenschützen, Bogenschützen. Nee, Kämpfer. Wenn, dann muss der Zimmermann ja an der Zimmermannsbank stehen. Wo ist die? Oben. Wo steht die jetzt vor lauter Schreck? Oben, neben der Brauerei. Ich glaube, da ist keiner, aber ich gehe nochmal reingucken. Unsere Tänzerin? Ja, aber die tanzt nicht. Hm. Willst du mal nehmen und wieder hinstellen? Ob sie kaputt ist? Ich guck mal. Aber es, nee, es hat Punkte gebracht. Ja, ja, ja. I. Wo ist sie da? Also können wir den Zimmermann nachher mitnehmen, wenn wir rübergehen? So, dann hier. So dicht beieinander. So, da. Sie tanzt bei mir immer noch nicht, aber es bringt ja zumindest für mich Plus. Tanzt jetzt. Ja? Ja. Tanz für mich! Hilft nicht. Naja, dann tanze ich halt selber. Stimmt, da war ja was. Geht aber auch nicht schneller. Ja. Tanzen. Was ist denn bei euch da los? Wir tanzen. Wir tanzen mit der Tänzerin. Aha. Mit der Kuhschittischer. Mit der Kuhschitt-Tänzerin. So, ausgetanzt. Reicht. So, ich habe jetzt 10. So. Die kann man austanzen. So. Soll ich sie mitnehmen, oder? Nee, noch nicht. Wir wollten ja erstmal welche neu holen neu da drüben. Neu organisieren, ne? Erstmal hier ein bisschen entleeren. Wir haben keinen Knüppel mehr hier. Und müssen wir einen bauen. Müssen wir einen bauen.
Was haben wir denn für einen Knüppel gebraucht? Leder? Haben wir hier nicht mehr? Leder habe ich. Hast du? Ja, 15. Also richtiges Leder. Hm. Ja, ja, Leder. Normales Leder. Kannst du den auch bauen oder brauch... Weiß ich, einen Knüppel meinst du, ne? Ja, hast du es nicht gelernt. Muss ich schon mal schauen, Knüppel. 5 Ast und 10 Pflanzenfasern. Knüppel, ne, habe ich noch nicht gelernt, aber kann ich auch lernen, aufsteigen. Ja, dann brauchst du nicht, spar dir die Punkte. Ich hab doch noch, ich weiß gar nicht wie viele. Ja, es gibt noch genug zu lernen und wenn genug Punkte übrig sind, dann lernen wir den Eisgott. Ich weiß nicht, wo die Punkte jetzt sind. Jetzt haben sie alles geändert. So, das habe ich. Noch hat. Jetzt brauche ich nur noch schnell ein paar Äste und dann gibst du mir dein Leder und dann ist schon alles schick. Genau, ich pack das. Die Tür geht tatsächlich von alleine zu, oder was? Ja, also bei mir ist sie ständig zu. Ja. Also ich pack das Leder mal hier unten in der Truhe, wenn du reinkommst. Hm. Ich sammle noch schnell Äste. Schon ewig keine Äste mehr gesammelt hier. Hier ist noch ein Zimmermann, ein stygischer Zimmermann drin. Ja, hatte ich ja gesagt, den müssen wir mitnehmen. Ja. Okay. Hier ist eine Barbarella. Für uns eine Fremde. Eine Fremde und wir sind nicht zu Hause? Walla, da will uns eine Barbarella besuchen und wir sind nicht zu Hause. Okay. Die greift mich an. Ach nee, hast du keinen Knüppel da? Mach sie nieder. Nee. Ich bin tot. Ah. Nordheimer Kämpfer 1. Du hast doch Bogenschützen auf dem Dach. Ja, so schnell war ich nicht bei uns zu Hause. Es war ein kleines Stückchen weiter weg. Nicht viel, aber ein little bit. Ach, hier waren ja Äste in der Kiste. So, hast du zufälligerweise ein Seil auch nicht, wa? Ein Seil? Zum Fangen von denen. Nö. Gut, dann mache ich dir auch noch eins, weil dann können wir besser zurückschleifen. Okay. Ah, dieser blöde Heini, ey. Geh runter. Geh, na. So, einmal Seil. Das ist ein Arschloch, ist das. Ich pack dir das Seil hier in die Kiste rein. Ja. Jack, wenn du wieder zurück bist, machst du mir bitte das ein Schild. Das dauert. Gekritzelte Notiz. So, also ich habe jetzt ein. Gut. Ist da drüben irgendwas Sinnvolles, was wir brauchen? Ah, du hast hier noch deinen Priester. Ja, der Priester ist ja noch da, ne? Mhm. Soll ich den mal einsacken? Nee, jetzt nicht. Jetzt brauchen wir doch den Platz. Aber der hat wenigstens noch ein Mitra-Kreuz. Ja, das kannst du mitnehmen, ja. Das dann kannst du uns mitnehmen. Hier ein bisschen Ambrosia machen. Genau. Aber oh, Ambrosia... Mammut ist gerade bei uns. Ambrosia, ich habe jetzt keine Dings dafür, keine... Leichen? Beide. Ja, Leichen brauchen wir noch. Komm mal mit. Erstmal links rüber. Die sammeln sich ja wirklich die Dings. Ey. Die laufen, die Bogenschützen, wa? Die schwebt mitten im in der Erde rum. Die machen wir platt, ne? Ja. Sind schon platt. Ja. Ja. Da kommen noch mehr. Die rennt durch unser Haus, die Tosnella. Wer, der Bogenschütze oder was? Die Bogenschützen haben mit dem Mammut zu tun. Wer rennt dann durchs Haus? Der Gegner oder wer denn? Das ist jetzt wirklich erledigt. Die Barbarella. Ja, wenn du die Türen offen lässt. Ich hab noch nicht überall Türen drin. Ja, und außerdem müssen doch in der Wand. Ja. Also, das Teil hat sich gerade erledigt, ist kaputt. Dann muss ich erstmal heile machen. Hm. Oh. Kann ich was das brauchst heile du dafür? Machen?
Alle Info, ausgeräumt. Ich habe nur Info und ablegen. Mhm. Fleischstreifen, gesalzene Beeren, eine schwarze Kerze, eine Glaskugel. Cool. Eine Notiz eines Jägerteufels. Was es da alles gab. Warum kann ich denn das nicht? Was? Ja, wir werden heile machen. Wenn so, ich mache halt ein neues, brauchst du da irgendwas Besonderes dafür, oder? Oh, ich habe O gelernt. Ja, 1, 2, 3, 4 O's habe ich schon gelernt. Ich guck mal, ich lauf mal eben nach Hut. Hm. Ach, da hinten war eine Kiste. Steine und Knochen, na toll, das hat sich ja gelohnt. Und, brauchst du irgendwas, oder? Ich weiß nicht, wo soll ich denn das heile machen? Na guck halt mal, wenn ich mache halt einfach Neues in deinem Schrein. Werkbank. Ne, deinem Schrein, mach halt einfach ein neues. So teuer wird er schon nicht sein. Wenn ich den da... Kannst du mit Heile machen, kannst du vergessen. Oder? Warte mal. Neues machen, da brauche ich 5 Holz, 5 Ast und 20 Steine. Na, das sollte jetzt kein Problem sein. Wo kriege ich jetzt diese ganzen Ast her? Wie viel Ast brauchst du? 5. 5 habe ich. Und Steine hole ich mal eben. Jo. Wo bist du? An deinem Schrein? Gleich. Ast ist in deinem Schrein. Da drin ist doch ein Kreuz ja, mit Haltbarkeit. Ich hab da gerade reingetan, weil ich dachte, ich kann es da vielleicht reparieren, aber geht auch nicht. Das hat Haltbarkeit 200. Das ist voll. Was denn? Warte mal. Das ist heile. Ich kann es nehmen. Ich kann damit. Warte mal, warte mal, warte mal. Pack's mal wieder rein. Repariert das Ding von alleine? Möglich. So. Guck jetzt mal rein. Da steht ja. Haltbarkeit von 200, also ist voll. Das repariert von alleine. Vielleicht hat die Segnung gefehlt. Es war ja voll und dann habe ich ein paar Mal gehauen, dann war es alle. So, ich brauche jetzt aber trotzdem noch eins. Die Steine reintun. So, und Kraft. Dann habe ich schon mal eins in Reserve. So, und dann kann ich auch gleich hier dieses Ambrosia. Kann ich 4 Stück von bauen. Na, dann mach gleich was mit. Ja, 4 Stück. So. Oh, hier in dem Sklavenrad ist sogar noch ein Schmied Stufe 3. Hä? Ein stygischer Tänzer ist da auch noch drin. Haben wir das alles da gelassen? Ja, wahrscheinlich waren die noch nicht fertig oder so, keine Ahnung. Beziehungsweise wir wollten glaube ich nochmal zurückgehen und die holen. Ja, irgend sowas war. Na denn. Jetzt knüppeln wir erstmal 2, 3 Leute da drüben nieder. Beziehungsweise machen das in der nächsten Folge.
Weil wir sind ja schon wieder am Ende. Ciao, ciao, bye, bye, baba. Baba, ciao, ciao.